Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Game of Tycoon. In der letzten Folge haben wir so ein bisschen bla gemacht und haben noch mehr Geld verloren, als wir eigentlich einnehmen wollten. Und als allerletztes haben wir angefangen, eine Engine zu entwickeln, und zwar die Play Engine 1. Und die ist gerade fertig. Was natürlich die Casual-Spiele sind gerade besonders angesagt. Cool. Haben wir Casual-Spiele schon erforscht? Anscheinend. Wie mache ich ein Casual Game? Okay, neues Spiel. Thema Casual oder was? Nein. Genre? Ah, hier. Genre Casual. Ein Casual Game. Oh mein Gott. Ein Casual. Casual Game. Es zielt auf jeden Fall auf alle ab. Casual und Leben, nee. Transport. So ein Laden-Casual-Game, so wie es jetzt immer bei Facebook immer alles ist. Ein Gefängnis-Casual-Game. Casual, Mode-Casual. Auf dem Play-System. Für alle. Ordinary. Ich hoffe, es ist einigermaßen richtig geschrieben. Ich habe gerade keine Ahnung. The Ordinary Dress. Yes. Ja, Ordinary Dresses. Mit der Play Engine in 3D. Oho. Go Gadget. Ordinary Dress. Oh yeah. Ja, los, Zwischensequenzen, okay. Okay, wir lassen es einfach mal laufen. Warnung, ihr Konto ist im roten Bereich. Glücklicherweise erlaubt ihre Bank 200.000. Was? Nur 200.000? Hi Chef, ich habe gerade ein Talent für Sicherheitsfragen und ich glaube, ich... Aber ein paar Sicherheitsverbesserungen würden im Büro nicht schaden. Ich habe ein bisschen recherchiert und ich glaube, eine Investition von 50.000 würden die Sicherheit stark verbessern. Nein. Okay, entschuldige, dass ich die gestört habe. Tut mir leid, wir haben kein Geld dafür, Mann. Wir sind fast pleite. Könntest du nicht mal Werbung leisten, ey. Monosound. Ja. So. Einfach mal raushauen. In der Hoffnung, dass wir nicht komplett pleite gehen. Oh Mann. 30.000 fehlen nur noch. Ja, schön, neuer Rekord. Was nützt es der neue Rekord, wenn wir gleich tot sind? Ohne Scheiß. Ja, Bewertung, okay. Oh. Okay. Und... schließen, okay. Wie wir sehen, stecken sie in finanziellen Schwierigkeiten. Da sie gerade erst das Spiel Ordinary Dress veröffentlicht haben, sind wir bereit, ihnen einen Mini-Kredit anzubieten, um die Zahlungen für diesen Monat zu leisten. Wir werden ihnen blabla Geld geben, um ihre Kosten abzudecken und erwarten, dass sie uns die gesamte Summe einschließlich einer kleinen Verwaltungsgebühr von 25.000 in 2 Monaten zurückzahlen. Ja, na klar. So, das ist so der letzte Notanker, den wir haben. Verdammt Axt. Und weil es so schön ist, machen wir jetzt hier mal noch ein bisschen Auftragsarbeit. Klein natürlich nur. Sowas hier. Sollten wir hinkriegen. Ja. Huiuiui. Okay, Auftrag war erfolgreich. Dankeschön.
Können wir wieder unseren Spielbericht erstellen. Oh, meine Fresse, ey. Hat wieder nicht so dicke reingehauen, ja. Superhelden-Action für Kinder wird das nächste Spiel sein, was wir machen. Definitiv. Lass mal schauen, was ich hier mit Casual und so. Ja, das ist in Ordnung. Unsere Analyse nach Verkaufsstart von Online Dress ist beendet und wir haben folgende Resultate erhalten. Mode und Casual ist eine großartige Kombi. Sound scheint für diese Art von Spiel sehr wichtig zu sein. Oh Gott. Plattform, Genre, Übereinstimmung, Casual und Play-System. Schrecklich. Oh Mann, das war echt eine Scheißwahl. Okay, wenn wir pleite gehen, ist es halt so. Hey. Was soll's? Ordinary Dress wurde vom Markt genommen. Hat nicht besonders viel gebracht. Tja. Oh, cool. Spielegrafiken haben wir jetzt geschafft. Sieht gut aus. Die Zeit hat vollkommen gereicht. Will mich verarschen, oder? Mann, ihr Arschlöcher. Oh Gott. Tja, du musst leider raus. Ja, tschüss. Oh Mann, ey. Oh Mann. Oh Mann. 23, 4, 21, 6. Ach komm. Ey, wir sind sowieso pleite. Wir sind, okay Leute, wir sind Game Over. Es ist jetzt einfach so, ich war zu schrecklich zum Kuhmelken. Warum ich da jetzt gerade drauf komme? Verdammt. Ja, cool, Nintendo hat heute die nächste Generation seiner Spielkonsole mit Namen Test 64 angekündigt. Sie wird in den kommenden Monaten erwartet und weltweit für die erste Konsole 64-Bit-Prozessor, Grafik, Sound, cool. Alles schick, alles schön. Das muss ich jetzt leider überspringen, weil wir sind pleite. Und das macht so keinen Spaß. Und tschüss. Frist ist abgelaufen. Strafe zahlen. Okay, das ist jetzt das allerletzte, was wir wirklich machen können. Nein. Nein, das nützt uns gar nichts. Tja, Leute. Dann sind wir damit pleite. Und dieses Projekt ist damit auch schon beendet. Aber ich hoffe, ich habe euch ein bisschen Hunger auf das Spiel gemacht, das selber mal anzutesten. Kann man sich ja kaufen. Gibt es im Steam-Shop unter anderem. Gibt es auch, glaube ich, bei Microsoft Windows 8. Dings, Bums. Ja. Ja, gibt's das jedenfalls zu holen. Geht nicht. Geht auch nicht. Es geht auch nicht. Warum bietet es mir dann überhaupt an, ey? Angebot der Bank. Nein, wir gehen ins Bankrott. Und man kann sich natürlich selber bei den Entwicklern kaufen. So, wir gehen ins Bankrott. Leider bist du pleite. Wir haben gerade Bestätigung, dass Pick Productions in der letzten Zeit finanzielle Probleme hatten, bankrott gegangen ist. Es sieht so aus, als ob Electronic Mass Productions, ein Gigant in der Spielerbranche, die Reste des Unternehmens aufgekauft hat. Lol. Ein Sprecher von Electronic Mass Productions meinte: Wir sind sehr erfreut, alle Rechte an den bisherigen Spielen von Pick Productions erworben zu haben. Nach dieser Meldung zeigen sich viele Fans von Pick Productions enttäuscht. Ihr müsst halt mehr für die Spiele bezahlen. Dies ist das Ende deines Abenteuers. Du kannst entweder dein eingespeichertes Spiel laden, das Level neu starten oder ein neues Spiel starten. Oder wir sagen einfach, macht's gut, bis zum nächsten Projekt. Bis dahin und tschaußen.